Wir haben Fachkräftemangel und insofern haben wir ein Interesse daran, gute Fachkräfte zu bekommen. Und dafür braucht man Abläufe, die auch vernünftig sind und die deutlich machen, dass Deutschland daran interessiert ist, dass Menschen zu uns kommen, die bestimmte Arbeiten verrichten, die sonst niemand verrichtet. Für die 16 Bundesländer, denn jeder hat seine Rolle. Auf jeden Fall ist das wirklich Wichtige, dass wir in den Drittländern als ein weltoffenes, als ein interessiertes Land rüberkommen. Denn es ist nicht so, dass nur wir auf der Welt Fachkräfte suchen, sondern dass es einen großen Wettbewerb in diesem Bereich gibt. Das heißt, wir müssen auch attraktive Arbeitsbedingungen bieten und auch ein attraktives gesellschaftliches Umfeld. Was will er noch machen? Ab März wird es scharf geschaltet. Und dann sind einige Schritte ganz besonders wichtig, über die wir aber heute auch Konsens gefunden haben. Nämlich, dass es schnell gehen muss, dass es nicht bürokratisch lange Verfahren geben darf, die dazu führen, dass man Monate erstmal wartet auf einen Termin. Ganz wichtig ist es, dass uns wirklich klar ist, wenn die Menschen hier bleiben sollen, aus teilweise fernen Ländern, dann ist es wichtig, dass sie sich hier zu Hause fühlen können nach einer gewissen Zeit, dass sie ins Sozialsystem nicht nur des Unternehmens, sondern auch der Gemeinde, des Lebensraums eingebunden sind. Die Frauenerwerbstätigkeit aber nichtsdestotrotz auch voll ausreizen wollen. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen.